Gastro was, Ja, Gastro, so ja, ja. Nebenjob, das ist, fällt ja weg. Und dann werden manche auch denken, wie geht's weiter? Und bei in der, also wir bilden ja Sozialarbeiter, Sozialpädagogen aus. Die haben ja auch jetzt in der letzten Vorlesung am vergangenen Mittwoch haben mir ja gesagt, wir können überhaupt nicht online beraten, online begleiten, online betreuen und so weiter. Das geht gar nicht. Die Arbeit, die Arbeit ist eine Arbeit mit und am Menschen. Und da ist die direkte Begegnung, die ist wahnsinnig wichtig, gerade bei den Klienten, die soziale Probleme haben. Und wie soll das weitergehen? Die sind wirklich ratlos, ja. Die sind teilweise ratlos. Natürlich fällt ihnen was ein. Guten Abend, liebe Zuschauende. Ich freue mich, heute Abend Frau Dr. Annette Kehles zu begrüßen. Sie ist Landtagskandidatin für Backnang. Liebe Annette, wie hast du denn zu uns gefunden hier nach Esslingen? Oh, ich fahre da immer über den Berg. Also ich mag es, hierher zu kommen und durch die Landschaft zu fahren. Also ich vermeide die B10 und fahre dann sehr gerne durch die Weinberge und komme hier unten an und dann eröffnet sich eine wunderbare Altstadt. Also ich bin gerne in Esslingen und als ich erfahren habe, dass ich hierher kommen darf, da habe ich mich gefreut. Ja, sehr schön. Wir wollen ja heute Abend darüber reden, wie die Linken so stehen zu dem Thema Wirtschaftspolitik und auch Soziologie und Ökologie, wie die so zusammenhängen und was auch unsere Unterschiede sind, zum Beispiel im Vergleich zu den Grünen. Also ich nehme an, oder ich fürchte, dass die Grünen, was die ihre Forderungen nach dem ökologischen Umbau der Gesellschaft, ökologisch-sozialen Umbau der Gesellschaft, dass das Worte und ja, Forderungen bleiben werden, die zwar jetzt geäußert werden, die aber sich nicht in konkrete Politik umsetzen werden. Dazu haben die Grünen vielfach den Eindruck hinterlassen, dass sie, sobald sie Einfluss haben, politischen Einfluss haben, ihre Ziele und ihre Orientierungen vergessen. Und ich glaube, dass die Linken sehr viel verlässlicher sind, was die Forderungen des Klimaschutzes anbetrifft, was die Forderungen des sozialen Umbaus anbetrifft. Wir sind uns absolut bewusst, worum es geht. Und unsere Ziele sind nicht käuflich. Die sind wirklich, das ist das, was wir umsetzen wollen und werden. Und diese Ziele, die scheinen zwar identisch, aber es kommt darauf an, wie man sie vertritt, was man fordert und ob man in der Lage ist, die glaubwürdig für diese Forderungen einzutreten und auch nicht sich Kompromisse dazu verweigern, wo sie nicht angebracht sind. In der Politik sind Kompromisse immer also das ist wahrscheinlich tägliches Geschäft. Aber im Klimawandel dürfen wir keine Zugeständnisse mehr machen. Es geht nicht mehr so weiter und das heißt, wir brauchen eine Veränderung der Lebensstile. Das ist dringend und wir müssen, glaube ich, die Wähler darauf vorbereiten, dass sich da was verändern wird im Umgang, was die Mobilität anbetrifft, was das Bauen anbetrifft, was sozusagen den Wälderschutz, den Landschaftsschutz anbetrifft, den Artenschutz anbetrifft. Das sind alles Themen, die nicht verhandelbar sind. Und entsprechend muss man die Ziele, die man hat, vertreten. Und ich glaube, die Linken stehen dafür, dass für die Verlässlichkeit, für die
Ziele, die sie vertreten, dass sie die hart und kompromisslos vertreten. Das ist zunächst mal erforderlich. Und das wird man dann sehen, wie die anderen Parteien darauf reagieren. Also ich sehe das auch so. Also mit der Klimakrise, da ist nicht mehr zu warten. Da ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Und wir können nicht so weitermachen wie bislang. Quasi Exploitation von Mensch, Tier und Natur bis zum geht nicht mehr. Sprich auch Massentierhaltungen, sprich das Abholzen auch von Regenwäldern, auch die Ausbeutung des Menschen mit seiner Arbeitskraft, dass er nach Feierabend überhaupt gar keine Muße mehr hat, sich mit der Politik zu beschäftigen, weil er sich erstmal eine Stunde auf die Couch legen muss, weil es einfach nicht geht, weil man erstmal fertig ist und seinen Akku wieder aufladen muss. Und dann sehe ich dann auch manchmal, auch bei den Grünen, auch bei anderen, so vordergründig und demonstrativ steigt man dann aufs Fahrrad und fährt damit zum Gemeinderat oder in der Stadt rum, dass man auch von vielen gesehen wird. Aber man verschweigt gerne, dass wenn man Urlaub hat, auch Fernreise geht mit dem Flieger, zum Beispiel nach Thailand oder in die USA oder sonst was. Das sollte man dann schon auch so ehrlich sein und sagen, ja, ich hier in der Stadt nutze ich vielleicht gerne das Fahrrad, aber in meiner Freizeit habe ich so und so viele Flugkilometer angesammelt und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Ne? Also das würde ich 100% teilen. Es ist tatsächlich so, dass wir den Lebensstil verändern müssen. Und das reicht nicht, wenn man ankündigt, man muss es tun. Und das ist ja schön, aufs Fahrrad zu steigen, ist richtig, aber das bedeutet auch, ich meine, wenn ich mit Bürgern diskutiere, dann höre ich oft, Verzicht, ist das denn der Weg der Zukunft? Das ist nicht der einzige Weg der Zukunft, aber es gibt Bereiche, wo wir tatsächlich verzichten sollten. Das ist zumindest meine Meinung. Es geht aber nicht darum, dass man dann Verbote ausspricht, sondern dass man die Bevölkerung aufklärt. Dass man sagt, wir werden dafür eintreten, wir sehen da Grenzen. Die dürfen nicht überschritten werden. Und eine offene Diskussion darüber, die ist zwingend notwendig. Und auch die Konsequenzen müssen immer wieder aufgezeigt werden. Und dann wird auch vielen, glaube ich, verständlich werden, was das heißt, den Lebensstil umstellen. Also auch vieles, zum Beispiel Flugreisen oder mehrfache Flugreisen im Jahr zu verzichten. Ja, oder zum Beispiel sich auch wieder klar zu werden, dass wir hier schon im Überfluss leben. Deswegen haben wir auch viele Menschen mit Übergewicht, besonders auch Jugendliche und Kinder, wo man einfach sagt, ist es tatsächlich auch notwendig, jeden Tag Fleisch zu essen. Also kein generelles Verbot, aber sich so bewusst zu werden, will man nicht lieber mehr Qualität haben und dafür vielleicht zweimal in der Woche Fleisch essen, einmal Fisch essen, ansonsten vegetarisch, um einfach von dieser ganzen Massentierhaltung auch wegzukommen. Ja? Ich bin da ehrlich gesagt sehr froh, dass wir darüber aufgeklärt werden. Und ich habe bis jetzt noch nichts zu beanstanden, was die Berichterstattung in den Medien anbetrifft. Wenn man will, kann man sich informieren. Ich gebe zu, dass es oft zu Tageszeiten oder im Abendprogramm ARD, ZDF oder so, oft zu spät. Aber wenn man will, will ich mal sagen, wenn man will, dann kann man sich informieren. Und wir sind da, wir wissen viel. Und wenn wir viel wissen, dann müssen wir das auch entsprechend behandeln, dieses Wissen. Und vor allem dann auch umsetzen. Ja. Daran hapert es bei manchen, ja. Daran hapert es bei manchen. Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, die neuesten Zahlen, was die deutschen Wälder anbetrifft, sind 80% geschädigt. Knapp 80. Also 79, noch was. Und zwar auf eine Weise, dass dass die Experten nicht mehr wissen, wie sie die Wälder retten sollen. Das klingt bedrohlich, aber es ist die Wirklichkeit. Und darauf müssen wir reagieren, davon bin ich überzeugt. Und es so wie, also die Parteien, die etablierten Parteien, geben darauf letztlich keine Antwort. Und das, wir müssen, glaube ich, und das finde ich unheimlich gut bei den Linken,
ich bin ja seit 2003 bei den Linken, also ich habe viel mitgemacht, viel Erfahrung in diesem Bereich, wie man sich engagieren muss. Und wir haben da viel gelernt. Wir müssen die Wahrheit sagen. Und je früher, je besser, je genauer, je angemessen an den Fakten, desto überzeugender wirkt das. Weil niemand kann ja mehr wegsehen. Niemand kann es. Nee, klar. Die Wälder leiden natürlich immer mehr Schädlingsbefall auch, dann aufgrund von Klimaänderung immer mehr Stürme auch und die zunehmende Trockenheit ist wirklich ein großes Problem, auch für die Straßenbäume in der Stadt. Und da muss umgedacht werden, ja. Da muss auch drüber geredet werden, was machen wir mit unserem Trinkwasserverbrauch hier. Vielleicht muss dann auch eine Verpflichtung her zu sagen, Leute, jeder, der ein Haus hat, der muss auch gucken, dass er sich da mal eine Regentonne hinstellt und dass er davon auch seinen Garten wässert. Und dass wir auch unser Trinkwasser sparen. Es kommt ja da manchmal wirklich zu ausufernden Situationen. Nur als Beispiel mal, wenn irgendwo auf Mallorca jeder seinen Swimmingpool mit Trinkwasser füllen muss und 1 Kilometer weiter ist das Meer, frage ich mich, warum brauchen die da alle noch ihren Swimmingpool? Warum sind sie denn gekommen? Ja. Weil sie doch das Meer haben wollen. Sonst können sie sich gleich zu Hause in die Badewanne setzen, oder? Ja. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ja, ja. Das habe ich mich auch schon oft gefragt, ja. Wo wir bei den konkreten Vorschlägen sind. Wir haben auch ein kleines Unternehmen, produzierendes Gewerbe. Ich glaube, dass in den einschlägigen Gremien, wo wir unterwegs sind, wir sind zum Beispiel unterwegs als produzierendes Gewerbe in der Industrie- und Handelskammer, sozusagen Zwangsmitglieder, was auch Probleme aufwirft, zumindest für einige selbstständige Unternehmen, kleine Unternehmen, die sozusagen die Jahresbeiträge sind ja Zwangsabgaben. Darüber kann man diskutieren. Wir sind da in einer Gruppe, darf ich ruhig mal sagen, Kaktus, die da überprüft, was da alljährlich beschlossen wird und die in Opposition sind zu dieser öffentlichen Politik. Aber mir geht es jetzt auch darum, Stichwort Klimawandel, dass man in den Ausschüssen mit den Unternehmen ins Gespräch kommt. Das ist schwierig, das wird abgewehrt. Das ist nicht einfach, Leute auf neue Themen, Menschen auf neue Themen zu verpflichten und zu sagen, ihr habt da eine Verantwortung. Aber ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, dass wir uns engagieren in Bereichen, wo wir Zugang haben, wo wir offen reden und Fragen stellen und zu neuen Konzepten kommen. Und das geht nur, wenn man sich engagiert. Also wenn man ich bin gewähltes Mitglied jetzt in der IHK gewählt und ich habe da angemeldet, dass diese Themen auf der Tagesordnung sind und Unternehmen müssen sich den neuen Fragen, also nachhaltige Produktion, wie kann man das organisieren, stellen. Und das ist eine Aufgabe, die ich für mich verpflichtend ansehe. Also als Unternehmerin auch da deutlich zu machen, dass wir eine Verantwortung zu übernehmen haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Viele, gerade Unternehmer, denken häufig, so wie es ist, läuft es gut und es sollte sich nichts ändern. Und das glaube ich, dass es notwendig ist, an dieser Stelle die Debatte aufzubrechen. Ja, ich denke, das ist wichtig, den Leuten bewusst zu machen, dass es nicht immer mit einem weiter so geht. Ja, also Status quo kann nicht immer beibehalten werden, sondern ich muss eben akut auch auf die Probleme meiner Zeit reagieren. Und die sind jetzt eben anders gewichtet als vor 100 Jahren, weil da war die Industrialisierung noch nicht so weit. Da haben wir die ganze Umweltverschmutzung noch nicht in diesem Ausmaß gehabt. Und deswegen muss ich jetzt irgendwann umdenken. Ja. Auf jeden Fall. Also dieses Umdenken ist in allen gesellschaftlichen Bereichen notwendig. Wir haben das ja eben schon mal festgestellt. Es gilt für die Wirtschaft, das gilt für was den Klimaschutz anbetrifft. Das sind ja Fragen, die eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche berühren. Das gilt auch für die sozialen Probleme, die wir endlich anpacken müssen. Also wenn wir sagen, 30% der Menschen in diesem Land, also die erwerbsfähig sind, die leben
in sozialen Verhältnissen, die schwierig sind, sowohl materiell als auch was die Bildung anbetrifft, die benachteiligt sind, sogenannte sozial benachteiligte Schichten. Ich finde, das Begriff Schicht ist immer ein bisschen schwierig. Milieus, die in denen sozusagen, in denen sie gefangen sind. Und wir brauchen da eine Neuorientierung. Wir können uns es nicht leisten, 30% der Bevölkerung zu verlieren, abgesehen davon, dass diese Menschen keine Lebensperspektive haben. Unter den Bedingungen, unter denen sie leben, niedrige Einkommen, schlechte Bildung, das muss alles verändert werden. Wir haben diese Möglichkeiten und wir tun es nicht. Und das liegt daran, dass die Linken, sage ich jetzt mal ganz einfach, die Linken zu wenig Einfluss haben. Und daran arbeite ich, dass die linken Konzepte zur Überwindung sozialer Benachteiligung, zur Bildung, zur Gesundheit, Verbesserung im Gesundheitswesen, die sind wirklich tragfähig und die müssen diskutiert werden. Und dafür setze ich mich ein. Ja, dafür setze ich mich ein. Und zwar, ihr seid ja. Ja, natürlich. Und Bildung fängt natürlich an, ab der Kita auch, und geht weiter mit Berufsausbildung oder Universitätsstudium. Und es ist ja auch klar, dass wenn ich die Sprache per se nicht beherrsche, dann kann ich auch keinen Erfolg an der Schule haben. Und deswegen müssen Kitas gebührenfrei sein und für jeden, jede zugänglich. Ja, vor allem auch für Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir die nicht abhängen, weil diese Menschen haben auch sehr viel Potenzial. Und da braucht es manchmal gar nicht so viel Hilfestellung, damit die auch quasi vom großen Kuchen ihr gerechtes Stück abbekommen. Ja. Das sowieso, wobei wir haben ja da Bewegungen oder Entwicklungen im Land, die machen mir manchmal Sorgen, das gebe ich ehrlich zu. Die Gruppen, die sozusagen Feindbilder aufbauen, Menschen fremder Kulturen, die gehören nicht zu uns. Das sind Positionen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen. Ich bin heilfroh, ich meine, die Linken sind verlässlich, was Antifaschismus anbetrifft, absolut verlässlich. Und da muss man aber ansetzen. Die Formen des Antifaschismus sind heute, wie du schon sagtest, das sind ja Formen der Fremdenfeindlichkeit, Feindbilder, die immer wieder sozusagen reaktiviert und erneuert werden, mit neuen Inhalten versehen. Immer das sind Formen, die dringend, da würde ich schon sagen, aufgeklärt, aber auch bekämpft werden müssen. Weil das sind ja Formen, die verbinden sich häufig mit Gewalt. Und Gewalt ist kein Mittel der Politik. Das muss man deutlich machen. Das muss man aber auch sozusagen den Schleier, der über dem allen liegt, den muss man sozusagen runterreißen und sagen, mit was für Leuten hat man es da eigentlich zu tun. Ja. Ja, also das ist natürlich auch irrational. Und was ich auch öfters mal beobachtet habe, gerade die dann so groß schreien über Migranten, Migrantinnen, bei denen hört es dann auf, wenn es um die eigene Bettkante geht. Da ist es dann plötzlich ganz toll, wenn man eine exotische Ehefrau hat, die irgendwo aus Asien und Afrika kommt. Da spielt es auf einmal dann keine Rolle. Ja, aber sonst groß schimpfen. Und warum können wir dann auch nicht sagen, wenn sie die eigene Freundin im Bett akzeptieren oder Ehefrau, warum können sie dann die anderen Leute auch nicht akzeptieren? Warum hört es an der Bettkante auf? Ja. Das stimmt, ja. Ja. Ich meine, das ist ja oft ein schizophrenes Verhalten, dass man das privat und das, was öffentlich ist, dann sozusagen nicht vereinbaren kann, will. Das ist vielleicht menschlich, aber man muss die politischen Folgen benennen. Ja. Und dafür muss man sozusagen Öffentlichkeit schaffen und wesentlich immer wieder darauf hinweisen, dass das Widersprüche sind, Ja. die unerträglich sind, Ja. die im Grunde unerträglich sind. Und die Widersprüchlichkeiten, ich meine, das ist systembedingt. Die haben wir in allen Bereichen. Ja. Also das ist auch das, worunter Menschen leiden.
dass das auseinanderfällt, die vor sozusagen das, was man tut und das, was man sich wünscht, wo was menschliches Bedürfnis ist, weil man alleine gelassen ist, weil man in Konkurrenz unterwegs ist. Das sind Fragen des Systems. Das ist auch ein Grund, warum ich, nicht nur auch ein, das ist vielleicht der wesentliche Grund, warum ich bei den Linken bin, weil dieses Auseinanderfallen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, damit kann ich nicht leben. Also ich persönlich kann damit nicht leben. Und das ist, ich versuche das, Anspruch und Wirklichkeit zusammenzubringen, und das heißt kämpfen. Ja, also es hat auch immer zugenommen, also diese Ellbogengesellschaft und immer mehr Druck von oben, immer mehr Leistung und quasi dann auch dieses Gegeneinanderschaffen, das würde dann manchmal auch richtig gefördert von irgendwelchen höheren Abteilungsleitern, da werden vielleicht irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt, dass man quasi schon, wie soll ich sagen, quasi wie mit dem Messer schon gegeneinander aufeinander loskommt, dass man ja die bessere Stelle bekommt, dass man den anderen schön unterdrückt, dass der einen nicht zum Konkurrenten wird. Und das macht natürlich auch den Fortschritt in der Firma kaputt, wenn die Kräfte auf solche Kämpfe quasi gebunden werden und auch letztendlich verloren gehen. Ja. Ich meine, das ist in großen Unternehmen ist es ja so, dass die Gewerkschaften da Gott sei Dank Einfluss haben, obwohl sie ja nur von außen draußen bleiben. Also im Betrieb selber geht es nur über den Betriebsrat, aber die sind ja meist gewerkschaftlich organisiert, Gott sei Dank. Da wird versucht, diese Solidarität, die notwendig ist, um Arbeitsbedingungen, Bedingungen der Bezahlung und so weiter zu verbessern, die wird ja organisiert. Die ist auch in den großen Unternehmen da. Aber jetzt in dem Feld, wo ich mich bewege, selbstständige, kleine Unternehmen, da wird schon deutlich, dass, also ich kenne viele Unternehmer, die sagen, die Gewerkschaften bleiben hier draußen. Das ist ein aggressives Verhältnis. Das kann man sich in großen Betrieben gar nicht vorstellen. In kleineren, also in kleineren Betrieben oder bei Selbstständigen, die sind so weit weg von diesem solidarischen Gedanken, zunächst mal. Aber wenn man mit ihnen offen spricht, worum geht es hier eigentlich? Das ist also sozusagen Konkurrenz ist ein strukturelles Problem im Kapitalismus. Das führt uns gar nicht weiter. Das ist auch das, was ich jetzt versuche, in der Industrie- und Handelskammer deutlich zu machen. Wir sind Betroffene, wir sind gemeinsam Betroffene und wir können auch gemeinsam handeln. Wir haben eine Kompetenz, die uns zusammenbringt. Wir haben unterschiedliche Felder, auf denen wir unterwegs sind, aber es gibt gemeinsame Interessen. Und daran muss man sozusagen, die muss man aktivieren, da muss man drüber sprechen, die muss man in Bewegung bringen. Das geht. Also das glaube ich ganz bestimmt. Und das ist eigentlich das Ziel. Neudenken heißt genau das. Das überall in die Debatte einbringen, was verändert werden muss und was eigentlich Umbau, sozialer, ökologischer Umbau heißt. Was das für Konsequenzen für uns hat und wie die sozusagen, was von mir aus auch, was die kosten. Und dann kann ich ja immer noch überlegen, wo kann ich was zu beitragen, wo muss ich eher zurücktreten. Das wird bei kleineren Unternehmen immer der Fall sein. Deswegen sagt die Linke ja auch, sie will jetzt zum Beispiel, kleine Unternehmen brauchen größere steuerliche Freibeträge. Das ist alles eine vernünftige Antwort auf reale Probleme, die man aber bekannt machen muss, die man diskutieren muss, die man einbringen muss in die entsprechenden Gremien. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Ja. Ja, und wir müssen das auch wieder persönlich erfahren können, wie das ist, in einer Gemeinschaft zu arbeiten, wo dieser Konkurrenzdruck nicht da ist. Und das Skurrile dabei ist ja, wenn dann der Druck weg ist und wir uns alle wohler fühlen, dann sind wir auch besser bei der Arbeit. Also letztendlich kommt es ja dann auch dem Unternehmer oder der Unternehmerin zugute. Ja? Also das ist ganz klar. Ich kann das auch aus dem eigenen Betrieb sehr gut sagen.
die Beteiligung am Prozess, wie organisiere ich das, was kann ich verbessern, wo läuft es nicht, das zu teilen mit den Mitarbeitern, das ist absolut notwendig. Wir tragen alle die gleiche Verantwortung, da gibt es keinen Unterschied. Und im Kapitalismus, man kann einiges tun, man kann über dem sozusagen über der Norm bezahlen, man kann Mitbestimmung ausbauen, nicht nur Mitbestimmung, also Bestimmung, Teilnahme, Teilhabe, die kann man ausbauen. Und zwar in allen Facetten und auf jeder Ebene. Und das Ergebnis ist eine hohe Motivation. Ja, und ich denke auch einige Verbesserungsvorschläge, die Menschen so vielleicht gar nicht äußern wollen, weil sie sagen, ach, interessiert doch sowieso niemand. Oder wird nicht wertgeschätzt unter den Bedingungen gerade. Ja? Und die sind ja wirklich ganz nah dran und manchmal sind es Kleinigkeiten, ja, die man verbessern kann und das letztendlich auch dem Unternehmer wieder zugutekommen würde. Ja. Also das sind meine die Grenzen, das ist der Bereich, in dem ich da auch unterwegs bin. Ich habe ja noch einen anderen Arbeitsbereich, also Hochschule. Aber ich würde sagen, das ist tatsächlich mein Anliegen, anders zu leben, was anders zu machen. Und zwar im Sinne dessen, was wir als Linke vertreten, nämlich eine souveräne, eine selbstbestimmte Beteiligung am Arbeits- und Lebensprozess, nicht mit sich machen zu lassen, was gerade so passiert, das lasse ich über mich ergehen. Nein, es muss bewusst wahrgenommen und gehandelt werden. Und das bedeutet, sich sozusagen nicht nur teilzuhaben, sondern das Bewusstsein darüber zu haben, dass es meine Aufgabe ist. Ja. Dass ich daran pflichtmäßig beteiligt bin. Und dass ich auch was kritisieren darf, anständig kritisieren, ohne Angst zu haben, oh, bei der nächsten Möglichkeit werde ich abserviert und man guckt danach, wie man mich kündigt. Weil auch durch Kritik, durch konstruktive Kritik, kann ich auch einen Prozess verbessern. Genau, ja? Genau. Ja. Das ist übrigens, ja, man kriegt ja oft sozusagen ja, den Hinweis, ja, wenn man immer alles so kritisch sieht, das ist auch schwieriger, das schafft Stimmungen, die manchmal behindern, als sie das fördern, bin ich ganz anderer Auffassung. Also ich merke das auch an der Hochschule, wenn man Studenten und Studentinnen dazu auffordert, sich auseinanderzusetzen, Stellung zu nehmen, Fragen zu stellen, nicht zu schweigen, obwohl man ständig, wenn man mit dem Text meinetwegen sich auseinandersetzt, immer wieder Fragen hat, dass man Recht hat, diese Fragen zu stellen. Egal, ob sie zunächst mal verstanden werden oder nicht. Es geht wirklich um die Beteiligung, um die aktive Teilhabe von Menschen, dann können sie sich identifizieren, dann können sie sich einmischen und dann sind sie solidarisch. Davon, wenn sie selber gefragt werden, dann sind sie solidarisch. Vor allem, wenn sie dann fragen und das nicht in sich hineinschlucken, dann sagen vielleicht andere auch, diese Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich habe mich irgendwie bislang nicht getraut. Und dann merkt man auf einmal, dass das mehrere Leute beschäftigt. Und dann gibt es auch ein Gemeinschaftsgefühl. Genau. Ja. Genau das, ja, ja. Also das fehlt ja, dieses Bewusstsein, dass eigentlich alles, was wir haben, was wir besitzen, der gesamte gesellschaftliche Reichtum, das Produkt von gemeinschaftlichem Handeln, gemeinschaftlichem Arbeiten, zwar jetzt unter kapitalistischen Bedingungen wird das immer verdeckt, ja. Aber letztlich ist es ja der Kern. Und da kann man, da muss dringend was verändert werden im Bewusstsein. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, so schwere Fragen wie den Klimawandel, wo wir ja wirklich lernen müssen, ganz anders an die Wirklichkeit heranzugehen, unseren Leben, den Alltag, den Lebensstil zu ändern. Das ist nicht einfach. Ja, das ist nicht einfach, zum Beispiel Thema Mobilität. Ja, Leute dazu zu bringen, wovon ich überzeugt bin, dass der ÖPNV, der muss sozusagen ausgebaut und es muss für die Leute selbstverständlich sein,
bei den tagtäglichen Arbeiten, im tagtäglichen Arbeiten und Leben sozusagen auf das individuelle Auto zu verzichten, das muss selbstverständlich werden. Und dazu muss man natürlich einen ganz anderen ÖPNV bereitstellen. Es reicht ja nicht, was da. Also es ist ja. Vor allem, er muss auch günstig sein, ja, dass er für jeden Menschen gut bezahlbar ist auch, ja. Und da könnten wir so viel erreichen und auch auf die Schnelle erreichen, ja. Genau. Um das es geht. Und da muss ich nicht jetzt planen, 10 Jahre, bis ich das umsetzen kann, sondern es geht relativ schnell, ja. Und wenn ich mit Leuten rede, ich habe auch noch nie einen getroffen, der gesagt hat, nee, das will ich nicht, das Auto ist so schön. Nein, nein, also da sind wir nicht mehr. Und da die Konsequenz, die muss man ständig, die Konsequenz, den ÖPNV zu nutzen. Und zwar für die alltäglichen Arbeiten und die alltäglichen Mobilität. Das wird ja Entlastung bringen, das wird genau die Entlastung bringen. Und auch der Verzicht auf die Flugreisen, klar. Ja. ja. Aber da habe ich noch nie jemanden gehört, der sich dem verweigert. Man muss das nur bereitstellen, also kostengünstig machen oder im besten Fall am besten auch kostenlos. Kostenlos. Und das Zweite ist die Taktung, der Einsatz, das muss wirklich da sein. Ja? Es kann nicht sein, wie bei uns in Backnang, tagsüber fährt der Bus alle 3/4 Stunde und zu Stoßzeiten morgens und abends mal alle 1/2 Stunde. Also ja, natürlich. Vor allem nachts auch. Also denke auch an Schichtarbeiter, Arbeiterinnen, auch Wochenende arbeiten auch sehr viele Leute. Gastronomie, Hotellerie, die müssen ja auch zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Mhm. Und da muss man ganz neu denken. Man ganz neu denken. Und ich sehe das nicht, dass die etablierten Parteien das wirklich anfassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir brauchen die Linke dringend als eine Stimme im Parlament, um das jetzt deutlich zu machen, dass das auf der Tagesordnung steht und dass wir damit umgehen lernen müssen, neue Formen des Verhaltens zu entwickeln und konsequent am Klimaschutz zu arbeiten. Ja, und ich finde auch, der Flächenverbrauch, der muss massiv eingeschränkt werden. Am besten netto null, quasi ich darf nur eine Fläche verbrauchen, wenn ich eine andere wieder entsiegele. Und da muss sich jeder auch die Frage stellen, ist es wirklich erforderlich, dass ein Single-Haushalt mit einem Neubau versorgt werden muss, der mindestens 60 Quadratmeter hat. Weil dafür geht natürlich mehr Fläche verloren, als wenn ich sage, okay, als Single reichen mir auch 45 Quadratmeter. Und wenn ich berufstätig bin, wie viel Zeit bin ich tatsächlich in der Wohnung? Ja, und dass man sich auch neue Wohnformen überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, mit einem sanitären Knoten quasi in der Wohnung, wo 3 Personen zusammenleben, die auch nicht unbedingt Familie sein müssen. Wir müssen wirklich neu denken, in verschiedene Richtungen denken und auch das denken, was bislang nicht gedacht wurde. Ja, also wir brauchen da wirklich Brainstorming von allen möglichen Seiten. Von allen möglichen Seiten. Also ich würde auch meinen, Verdichten ist eine Möglichkeit. Wir hatten ja jetzt in der Linken auch eine Debatte über diese Eigenheime. Ich will mal so sagen, die richtige Richtung ist die, wir haben eine überalterte Gesellschaft. Die demografische Entwicklung ist eindeutig. Und das bedeutet, dass wir Wohnraum mittelfristig und längerfristig zur Verfügung haben werden, der renoviert, der verbessert, der erweitert, der entsprechend den Anforderungen an den Anforderungen des Klimaschutzes entsprechend umgebaut werden kann. Und auch das ist möglich. Was wichtig ist, ist, dass wir es vermeiden, diesen Flächenfraß fortzusetzen. Und das ist das Thema Eigenheim, was das bedeutet, aber es ist auch das Thema Gewerbegebiete. Also ich hatte in Backnang wirklich Auseinandersetzungen mit dem alten Bürgermeister, der jetzt in Stuttgart der Bürgermeister sein wird. Aha. Das waren wirklich harte Auseinandersetzungen, was da gelaufen ist, weil
da ist schon der SPD-Bürgermeister hatte damit begonnen, großflächig Gewerbegebiete dort zur Verfügung zu stellen. Es ist ja auch noch ein Riesenproblem, dass dann abgeworben werden aus anderen Gemeinden und Kommunen. Wir werden dann Unternehmen abgeworben. Das ist, da treten Gemeinden in Konkurrenz. Das können wir auch gar nicht brauchen. Aber nee, mal abgesehen davon sind die Flächen, der Flächenfraß ist unvertretbar. Es ist unvertretbar. Und wir haben damals das beanstandet und da gab es wirklich massive Probleme. Ich will da gar nicht ins Detail jetzt einsteigen. Die Reaktion der Stadtverwaltung war befremdlich. Und wir haben da wirklich Widerstand geleistet. Das ist dann, die wollten zum Beispiel dann auch in der Stadt Verkehr einleiten, das haben wir, also Schwerlastverkehr in die Stadt einleiten. Das war alles insgesamt so ein Programm, das nicht tragbar war für die, für Backnang. Und wir haben das verhindern können, aber mit einem enormen Einsatz als Bürger, auch in Unterstützung mit dem, der BUND und so weiter. Das war eine Riesensache. Da konnte man lernen, was es bedeutet, wenn man konsequent sich einsetzt für eine andere Form des Umgangs mit der Natur und mit den Flächen. Das war schwierig, aber es lohnt sich. Wir haben es geschafft und es hat sich gelohnt. Und diese Art von Politik muss man fortsetzen. Ja, also das muss auch Mut machen und das muss unter die Bevölkerung, dass es quasi auch publik ist und dass man dann nicht immer so dasteht und sagt, ich kann ja eh nichts machen. Also wenn jeder so denken würde, dann kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter. Ja. Und das Beispiel zeigt auch, dass es möglich ist, dass man was erreichen kann, wenn man dranbleibt. Und wenn man aufdeckt, dass da Machtspielchen auch zwischen Wirtschaft und Politik teilweise unterwegs sind, die sozusagen eine Lösung von Problemen verhindern und wo es eigentlich nur um Macht geht, aber nicht um Sachprobleme und die Lösung von Sachproblemen. Und das kann man uns nicht gefallen lassen. Das geht einfach. Ja, und oft steckt ja dann wirklich auch der Gedanke an das Geld dahinter. Also Gewerbegebiete bringen natürlich Gewerbesteuer, da wird das Stadtsäckel gut gefüllt, aber das kann auch nicht immer Priorität haben. Ja, also vor allem unter diesen Bedingungen nicht. Und deswegen müssen wir ja wirklich neu denken und die Prioritäten anders setzen. Mhm. Weil Geld kann ich vermehren, kann ich drucken bis ins Unendliche. Ja, aber die Naturreserven, die sind alle endlich. Endlich. Ja. Sind alle endlich. Ja. Ja. Ich kann nicht permanent wachsen. Ja, das ist auch etwas, was mich jedes Mal kreuz ärgerlich macht, wenn ich dran denke. Also dieser Wachstumswahn ist ja auch immanentes Problem, strukturelles Problem des Kapitalismus. Dieser Wachstumswahn, ich meine, jetzt Corona muss einem doch klar geworden sein, ja, wo die Grenzen sind. Ja. Und das ist sowieso kein Konzept mehr für die Zukunft. Wachstum, ewiges Wachstum bei einem begrenzten Planeten. Also das System stellt sich ja selber in Frage. Ja, und stellt sich selber auch ein Bein letztendlich, ja. Also die Grenzen des Systems, die Grenzen des Wachstums, was wir schon seit 1972 wissen. Also der Club of Rome hat genau das, wofür wir jetzt stehen, schon 1972 vorausgesagt. Damals kann ich mich erinnern, als das virulent wurde, war ich noch sehr jung, aber ich habe gedacht, warum reagiert da keiner drauf? Das ist ja unglaublich, was da passiert. Und da haben viele damals drauf reagiert, das war ja in aller Munde. Aber dann ist Jahrzehnte nichts passiert. Wir können es da heute noch drauf beziehen, auf das, was da diagnostiziert wurde an kranken Entwicklungen des Systems.
Also das wissen wir schon lange. Jetzt ist es wirklich Zeit, das zu tun. Ja, und die Natur macht es uns oft auch vor, also was für Lösungsmöglichkeiten sie hat. Deswegen gucken ja viele Ingenieure auch, oh, wie ist das bei Käfern, warum perlt da das Wasser ab und so weiter. Wie kann ich das in Hightech nutzen? Aber ich sage auch, deswegen wächst der Baum ja auch nicht ins Unendliche, ja, weil einfach seine Stabilität auch verloren geht, weil quasi die Natur schon weiß, wie tief sind seine Wurzeln, das ist abhängig vom Untergrund, das ist abhängig von den klimatischen Bedingungen, ist da auf Sturm, ist es ein Baum, der im Gebirge steht oder eher im Flachland steht, das alles ist auch von der Natur her begrenzt und deswegen ist es völlig irrational zu denken, irgendwelches unbegrenztes Wachstum wäre irgendwie förderlich und dass es auf die Dauer gut geht. Das kann ja gar nicht gut gehen, ja. Ich meine, selbst wenn man, genau, das möchte ich, also da stehe ich 100% der gleichen Meinung. Es gibt noch einen anderen Punkt, ich finde es auch absurd, wenn man jetzt das Ökonomische betrachtet, ich finde es absurd, was permanentes Wachstum hat ja auch, führt ja auch zur Übersättigung der Märkte. Das, was produziert wird, kann überhaupt nicht mehr abgesetzt werden. Jetzt mal abgesehen davon, dass Stichwort Digitalisierung, wir auf eine Zukunft sozusagen zugehen, wo immer mehr Arbeit überflüssig wird. Damit werden Menschen überflüssig. Diese ganze, das, was Marx bezeichnet als tendenziellen Fall der Profitrate, ist ja noch, gehört ja noch nicht zur Geschichte. Sondern man könnte sich auch fragen, steht nicht, uns das nicht kurz bevor? Tatsache ist, dass diese Übersättigung der Märkte, das, was da liegt, gar nicht mehr absetzbar ist und schon gar nicht unter Bedingungen wie jetzt, dem Klimawandel, Stichwort Corona und so weiter, das sind alles Probleme, die zeigen, dass strukturell das System nicht funktioniert. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das immer mehr ins Bewusstsein zumindest der Menschen tritt auf unterschiedliche Weise. Die einen studieren es, die anderen erfahren es, die dritten erfahren es übers Studieren. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber es ist unübersehbar, dass dieses, nicht nur, dass der Planet Grenzen hat, auch dieses System nicht mehr sozusagen den Interessen der Menschheit überhaupt dienlich ist. Im Gegenteil, es ist nicht nur nicht mehr dienlich, das schien es ja Jahrzehnte, vor allen Dingen nach dem Krieg, 45 alles kaputt, dann kann man viel aufbauen, aber jetzt kommen wir an Grenzen, die sind nicht mehr zu überwinden. Wir müssen umbauen, wir müssen verändern, wir müssen ganz andere Normen, ganz andere Werte, um den Begriff auch mal hier einzubringen, ganz andere Werte sozusagen in den Vordergrund stellen und danach uns richten. Ja, ich habe da auch eine interessante Diskussion gehabt mit unserem Genossen, hallo Ulrich, und zwar ging es darum, er hat auch studiert und ein Professor hatte ihm gesagt, wir müssen umdenken, dass quasi nicht zuerst die Bedürfnisse quasi geweckt werden und danach wird produziert, sondern es muss anders gestaltet werden, dass die Bedürfnisse quasi an das Sinnvolle gehen, an das, was wir wirklich brauchen, dass das produziert wird und nicht erst das Produkt und dann schalte ich irgendwelche Werbung, dass ich das ja auch verkaufe, sondern wir müssen ganz umdenken. Ja, ja, und das finde ich sehr interessant. Ja. Ja, ja. Also was wir tatsächlich brauchen oder was das menschliche Wesen, was der Mensch, was ihn ausmacht. Umso absurder ist es ja, dass wir jetzt abgelenkt durch die technischen Artefakte, also sowas wie Computer oder E-Kommunikation oder so, das sind ja Formen, die schaffen auf der einen Seite Möglichkeiten, auf der anderen Seite gibt es unglaubliche Grenzen, ja, weil der Mensch dort ja nur noch zwei Sinne werden überhaupt gebraucht. Der Rest der Sinne wird überhaupt nicht berührt. Und das bedeutet eine Reduktion des Seins, ja, des ja. Daseins. Und diese Reduktion, die wird auch, macht sich geltend in der Form von Vereinzelung, teilweise sogar auch Vereinsamung. Es gibt andere, da wird mir immer wieder gesagt, bei älteren Menschen, da ist es evident, die haben oft den Zugang nicht. Denen fehlt das Wissen und die Bildung, die neuen Medien zu benutzen. Aber darum geht
selbst wenn sie es könnten, es wird ihnen nicht helfen, weil die Anwesenheit von Menschen ist dringend und die schafft auch eine vollkommen andere Qualität. Und das sozusagen das ist erfahrbar. Das muss ich gar nicht so sehr bewusst machen. Ich muss es eher ansprechen. Wo sind die Möglichkeiten? Die gibt es ja. Aber wo sind die Grenzen? Und wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist das, was du gesagt hast. Wir müssen uns immer wieder klar machen, was wollen wir eigentlich? Wer sind wir denn? Wie wollen wir leben? Oder willst du gepflegt werden von einem Pflegeroboter? Ja. Also absolutes Grauen, ja. Absolutes Grauen, ja. Wenn ich mir das vorstelle. Ja. Oh. Das geht gar nicht, ja. Also, und sowas wird ernsthaft diskutiert. Ja. Ich frage mich manchmal, wenn ich da so in den Medien unterwegs bin, ob die noch alle dicht sind, ja. Ja. Zu Recht auch, ja. Also ich kann mir Pflegeroboter vorstellen, dass der meinetwegen den Boden wischt oder sonst was, aber nicht für die Arbeit am Menschen, ja. Ja. Dafür nicht. Dafür nicht, ja. Natürlich nicht. Dafür nicht. Also gut, ich habe natürlich auch E-Kommunikation hat einen gewissen Sinn, bietet gewisse Möglichkeiten. Ja. Ich habe es schon mal gesagt. Online-Vorlesung ist besser als nichts hin und wieder, aber es darf nicht so bleiben. Ja. Und ich spreche jetzt nicht nur von mir als die Lehrende, sondern von den Studenten. Die haben mir gesagt, dieses soziale Leben, das fehlt. Ja? Also wenn ich jetzt mal sehr provokativ sagen darf, also die Universität, die Hochschulen, die sind der größte Heiratsmarkt. Wenn sie nicht mehr zusammentreffen, dann fällt da ein wesentlicher Daseinsraum weg. Und ja. das wissen viele. Ja, die sind frustriert. Und da sieht man die Grenze. Es ist eine Möglichkeit, sich zu behelfen. Haben wir gestern auch festgestellt mit Janine Wissler, die war bei uns in der Online-Veranstaltung. Wir haben so gesagt, ja, dann war sie bei uns, dann eine Stunde später in Wetzlar. Also das ist alles schön und gut, aber es darf da nicht bleiben. Wir müssen wissen, wo die Grenzen des Mediums sind. Ich glaube, das genau, ist es geht ja auch darum, man sagt ja dann immer auch, man muss den anderen auch riechen können. Das fällt natürlich dann weg. Und es ist manchmal auch so, eine Person wirkt ganz anders auf dem Foto oder im Video, als wenn ich den in Präsenz treffe, also live treffe. Dass ich dann sage, oh, der ist doch wirklich sympathisch und der hat so komisch gewirkt auf mich auf dem Foto und so. Und dann, wenn man sich persönlich trifft, ist es auf einmal anders. Ist auf einmal anders. Ja, ja. Ja. Das ist eine Dimension, eine Erfahrung, die ich einfach schön finde. Aber nicht nur schön, die eben auch existenziell wichtig ist. Weil Menschen leben ja von diesen sozialen und psychosozialen Kontakten. Wir sind eben keine Maschinen. Ja, Gott sei Dank nicht. Nee. Ja. Und wir müssen uns auch der Frage stellen, da wir ja zum Großteil nicht mehr in den Großfamilien leben, genau. Wie kriegen wir auch unsere Kontakte her? Und da die Arbeitsstelle einfach auch ein Ort, wo man Freunde, Freundinnen finden kann. Ja? Und wenn dann alles so separat ist, jeder in seinem stillen Kämmerchen vor sich hinarbeitet, da können wir das abstreichen. Ja? Dann wird da nicht mehr viel laufen. Das ist richtig. Ja. Also Gemeinschaft, was ja verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, also oder auch Kapitalismus das eigentlich so nicht vorsieht oder immer nur da, wo es dann Geld bringt. Aber das hat eben nichts zu tun mit wirklich sozialem Engagement, mit sozialen Zielen, mit Vorstellungen, das, was gutes Leben ausmacht. Ja? Das nämlich dazugehört, sich zu begegnen, sich auszutauschen, gemeinsame Ziele zu formulieren, sich in Bewegung zu setzen, das ist Menschsein. Und gut, also durch Corona haben wir wirklich gemerkt, was uns fehlt. Ja. Ja. Das ist auch, glaube ich, eine Folie, vor der wir viel erreichen können. Ja, vielleicht wo wir die Lehre rausziehen können auch und wo uns klar wird, was so wirklich wichtig ist. Ja. Brauche ich unbedingt das neueste Auto? Brauche ich unbedingt immer das neueste Laptop? Oder auch die Mode? Brauche ich wirklich jede Saison alles von A bis Z neu? Also ich kenne Frauen, die nutzen die Handtasche nicht zweimal pro Saison. Also die kaufen im Frühjahr Handtasche, Schuhe neu im Herbst und es darf ja nicht nächstes Jahr nochmal genutzt werden.
Also, das ist ein No-Go, ja. Und da frage ich mich, haben wir das wirklich nötig? Wollen wir nicht sagen, wir tragen hochwertigere Kleidung und die muss nicht irgendwie immer neu erfunden werden und die kann ich ruhig auch mal 2-3 Jahre tragen. Was ist da dabei? Also wir müssen unsere Werte irgendwie anders setzen. Ja? Und dass dieses Auto endlich davon wegkommt, also so ein Prestigesymbol auch zu sein. Wir müssen irgendwie neue Prestigesymbole auch erfinden. Ist es vielleicht nicht irgendwie sinnvoller zu sagen, ey, ich habe in meinem Leben so und so viele Bäume neu gepflanzt oder ich habe ein Stück Wald gekauft, was sehr wichtig ist für die Natur, weil da gibt es seltene Arten, dass das nicht irgendwie ein neues Prestigesymbol wird. Also gar nicht so an Auto oder an das Materielle gebunden, sondern an die Natur. Oder ich unterstütze die Künstler und habe mir jetzt ein Bild gekauft und ich weiß ganz genau, dass dieser Künstler davon 2-3 Monate leben kann. Ob da nicht irgendwie Bewegung reinkommt. Das ist sicherlich richtig. Also ich diese Bewegung, diese Umorientierung, diese Neuorientierung nach anderen auch wahrnehmen, dass man eigentlich vielleicht ganz andere Bedürfnisse hat. Gut, oft muss man erst durch Schaden lernen, bei vielen Menschen ist das so. Aber es ist tatsächlich diese Neuorientierung, dieses Andersdenken, da kann man überall ansetzen. Selbst bei denen, das ist zumindest meine Erfahrung, die jetzt zum Beispiel sehr viel weniger Mittel zur Verfügung haben. Aber wenn ich mit einem Menschen spreche, der, also materielle Mittel, wenn ich mit einem Menschen spreche, der an einer Haupteinfallstraße nach Stuttgart wohnt, dem kann ich unbedingt klar machen, dass das Wohnverhältnisse sind, die seine sozialen Härten ungeheuer verschärfen. Und es wäre ihm geholfen, wenn die Stadt, ich sage es jetzt mal sehr forsch, autofrei wäre. Dann hätte er ein anderes Leben, ein anderes Dasein. Und das glaube ich, wir brauchen nicht nur in den kleineren Städten, weil sie alte Stadtkerne haben, denkmalgeschützte Räume anbieten können, eine autofreie Stadt. Wir brauchen vor allen Dingen die Großstädte autofrei. Und ist zum Beispiel ein Ziel, was milieuübergreifend ist. Es ist auf jeden Fall so, dass die sich keinen guten Wohnraum leisten können, auch durch allgemeine Maßnahmen wie die autofreie Stadt oder auch Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und so weiter geschützt würden in ihrem ganz privaten Dasein. Und da gibt es gemeinsame Interessen und die muss man aufdecken und die muss man auch angehen und da muss man gemeinsam handeln. Genau, ja. Und wegen den Klimaänderungen dann auch in der Stadt immer gucken, wo kann ich Bäume zusätzlich setzen und sind nicht auch öffentliche Trinkbrunnen sinnvoll? Einfach wenn ich denke an die Kinder, die zur Schule unterwegs sind, jeder Arbeitnehmer auch oder eben auch Senioren, denen diese Hitze unheimlich zu schaffen macht, dann auch im Sommer. Und mehr Ruhebänke. Und es gibt ja manchmal auch so mobile grüne Container, die bepflanzt sind, wo unter Umständen auch Erdbeeren dran wachsen, wo man sich hinsetzen kann, wo man auch mal eine Erdbeere probieren kann. Sowas vermehrt in die Innenstädte vor allem reinzubringen. Mhm. Ja, also klar. Also Städte, die haben nochmal ihre besonderen Probleme und da bin ich ja auch froh, dass sie, also was ich beobachte, die jungen Leute sind da sehr, oder auch überhaupt die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen dabei, alternative Lebensformen zu entwickeln. Da bin ich also unbedingt optimistisch, dass da viel nachgedacht, nicht nur nachgedacht, auch anders gehandelt wird, auch ausprobiert wird und da tut sich viel. Also das muss man auch unterstützen als Linke, das muss man auf jeden Fall unterstützen. Ja, oder zum Beispiel, wenn die Autos dann abnehmen oder auch davor schon, wenn es nach mir geht, zum Beispiel die oberste Etage von einem Parkdeck freizugeben für Urban Gardening. Also da Erde aufzuschütten und das an interessierte Familien zum Beispiel zu geben, wo die Kinder dann auch sehen können, wie wächst eine Pflanze, was kommt aus dem Samen raus und dann auch mal was ernten können, ein paar Tomaten, Salate oder was auch immer, dass man einfach diesen Bezug
zur Natur auch wieder bekommt. Und dann kann man sie nämlich auch wieder mehr wertschätzen. Ja. Dann kann man sie auch mehr wertschätzen. Genau darum geht es. Ne? Ja. Ja. Nicht dieses völlig entfremdete, von der Natur entfremdete Dasein. Das hat keine Zukunft. Wir brauchen, ja. Es gibt ja Ideen, wie man auch Menschen in den Städten, hast jetzt ganz tolle Beispiele genannt, ich glaube, du kennst dich da besser aus als ich, was für Möglichkeiten es jetzt schon gibt. Ja. Und ja, also die Kinder sind teilweise so entfremdet, dass mir eine Bekannte gesagt hat, sie war im Urlaub im Kosovo und da werden die Tiere noch konventionell gehalten. Also Schafe auf so einem größeren Grundstück, vielleicht so 5, 6 und die sind immer draußen und so, aber ab und zu, klar, wird auch eins geschlachtet. Und dann haben die Kinder das so mitbekommen, dass da das Schaf geschlachtet wurde und dass man das Fleisch davon gegessen hat. Und dann haben die zu ihrem Opa gesagt, du Opa, also in Deutschland schlachten wir die Tiere nicht, sowas machen wir nicht. Wir kaufen immer im Supermarkt alles ein. Ja, also so weit ist es schon gekommen, dass die Kinder denken, dass die Tiefkühlkost oder das Frischfleisch, dass dafür das Tier nicht geschlachtet werden muss. Ja. Wieso? Das ist erinnert mich an diesen Ausspruch, wieso der Strom kommt da aus der Steckdose? Ja. Also, ja. Also dieser Grad der Entfremdung ist natürlich weit fortgeschritten ist. Ja. Also wenn man da, dann, aber man kann da wiederum auch, da ich ja immer mit jüngeren Leuten zu tun habe, man kann da auch schnell ansetzen und sagen, ja gut, also der kommt aus der Steckdose, aber gucken wir doch mal hin, wie kommt er denn in die Steckdose? Ja, ja. Und da könnten wir dann durchaus fragen, wie produzieren wir denn unsere Energie? Aber selbst da gibt es ja dann die Lösung, dezentralisiert. Ja. Zentralisiert, klar, da brauchen wir auch viel. Haben wir ja auch viele Lösungen. Und man kann sich ja auch den Stromanbieter aussuchen, quasi auf den, der garantiert Ökostrom anbietet. Also man hat ja die Wahlmöglichkeit auch. Und natürlich seinen eigenen Stromverbrauch auch einstellen, also da, wo es nicht nötig ist. Oder reduzieren auch richtig die Heizung. Also was ich immer sage, also für mich ist es normal, dass ich im Winter mit zum Beispiel einen Strickpullover oder mit einer Strickjacke im Haus unterwegs bin. Da brauche ich nicht im Winter mit dem T-Shirt und mit der Shorts durchs Haus laufen. Ja. Aber ich sehe einige Nachbarn auch, die sehe ich dann, wenn die den Müll rausbringen, dass sie den Müll in Shorts und T-Shirt rausbringen. Und die haben jetzt nicht Sport gemacht, sondern die laufen halt zu Hause so rum. Ja. Ja. Und draußen hat es minus 10 Grad. Das ist tatsächlich so. Ja. Ja. Das stimmt. Ich habe das neulich auch noch gesagt. Ich muss jetzt im... wenn es kühl ist oder kalt ist, muss ich da im T-Shirt? Nein. Ja. Also das macht doch was. Das wirkt. Wenn ich mich entsprechend anziehe, brauche ich weniger heizen. Das wirkt. Das ist es genau, glaube ich, was wir brauchen, dass wir alltagsnah mal überdenken und da, was tun wir da eigentlich? Und das... dann kommt der nächste Schritt und wie wird Energie produziert, klar. Und dann kann man sich auch das ist eine Frage der Auseinandersetzung, der Debatte, die muss geführt werden, eine Debatte. Ja. Zum Beispiel bei Windrädern, da gibt es ja Leute, die wünschen sich dann, dass die Windräder in ihren nahen Wäldern und Bergen nicht aufgestellt werden. Vielleicht muss man die ernst nehmen zwischendurch, aber man muss sie auch fordern, man muss das diskutieren. Vielleicht gibt es die Wahl anderer Standorte tatsächlich. Oder ich mache es da mit Solar und gerade nicht ein Windrad. Das sind alles Debatten, die ich führen muss. Und zwar, das bedeutet dann, jeder, egal wo er wohnt, er muss eben einen Teil seiner privaten Zeit an der Organisation des Gemeinwesens sozusagen dir zur Verfügung stellen. Ja, also gerade bei den Windrädern gibt es manchmal Konflikte auch mit dem Naturschutz, weil bestimmte Arten da vorkommen, die dann gefährdet sind und quasi eher dann unters Rad kommen, also bestimmte Fledermausarten oder auch Milane. Ja. Aber es geht auch im Naturschutz quasi um das Überleben der Art. Und wenn das dann manchmal an gewissen Orten nach allen möglichen Prüfungen nicht möglich ist,
dann muss man irgendwie damit leben und versuchen, an der anderen Stelle diese Art noch mehr quasi zu fördern. Und man muss noch mehr Geld reinstecken in Forschungsobjekte. Zum Beispiel gab es ja verschiedene Forderungen auch, dass die Windräder, diese Flügel in verschiedenen Farben angestrichen werden, schwarz-weiß, dass sie von den Vögeln besser erkannt werden und die dann nicht quasi ins Rad kommen. Oder auch zum Fledermausschutz, dass dann nachts bestimmte Ultraschallsignale gesendet werden und die das wahrnehmen können und dann dem auch ausweichen. Und wir haben sonst so viel Gelder, stecken das in alles Mögliche rein. Was interessiert mich der Mars, wenn ich hier die Probleme habe? Also ich möchte erst die Probleme hier gelöst haben. Ja, genau. Das frage ich mich auch manchmal. Das sind Milliarden, die da reingesteckt waren. In was? Mit welchem Ziel? Wofür? Also das macht mich auch zwischendurch wütend. Also immer, man kann lachen, man kann aber auch wütend sein. Da werden Ressourcen verschleudert, es ist unfassbar. Also ich kann es zumindest nicht nachvollziehen. Und was die Windräder anbetrifft, also ich bin tatsächlich der Meinung, wir brauchen zwei Debatten. Wo kann ich verzichten? Also weniger Stromverbrauch. Ja. Da brauche ich auch nicht überall ein Windrad aufstellen. Ja. Dann aber in Forschung und Technologie investieren, dass zum Beispiel die Überleitung von Strom, meinetwegen, wenn er da in der Nordsee erzeugt wird, dass er weitergeleitet wird. Wir brauchen da mehr Geld in der Forschung und Entwicklung. Und dann gibt es die Möglichkeit, was du sagtest, dass man auch nochmal überlegt, ist es tatsächlich jetzt so, dass die Art, die da bedroht ist, findet die sich noch woanders und kann nicht da was anders machen. Aber das erfordert ja alles Wissen, Zeit, Debatte, Engagement, Auseinandersetzung. Was wir brauchen, ist, glaube ich, die Menschen müssen sich verändern. Dieses privat in seinen vier Kämmerchen rumsitzen, oder jetzt habe ich gearbeitet, jetzt will ich meine Ruhe, das wird sich ändern müssen. Ich glaube, wir brauchen mehr Beteiligung an diesen Gemeinschaftsaufgaben. Und das setzt, also auf, ich finde so, ich wohne im Dorf, das lässt sich durchaus herstellen. Das brauchen nur immer Leute, die den ersten Schritt tun und was initiieren. Und dann entwickelt sich das oft automatisch weiter und von selbst. Aber wir kommen aus einer Gesellschaft, die ist privatisiert, die dreht sich um sich selbst. Das ist schwer, das zu knacken, aber wir sind inzwischen, glaube ich, auch an einem Punkt, wo das mit Erfolg belohnt werden könnte, wenn man sich da engagiert und was inszeniert und das geht dann ins Blut über, dass man sich engagiert auch für mehr als über den eigenen vier Wände hinaus für Fragen, die die Gemeinschaft, also die unmittelbare Gemeinschaft betreffen. Ja, und deswegen bin ich auch dafür, dass auf jeden Fall der Druck am Arbeitsplatz abnehmen muss und ich bin auch für eine Reduzierung der Arbeitszeiten an sich. Genau. Dass wir wieder mehr Energie haben für gerade solche Fragen und dass wir eben nicht wie so eine Couch-Potato nach der Arbeit da rumliegen und uns zu nichts mehr aufraffen können, außer uns noch irgendwie einen Film anzugucken. Zu gucken, ja. Genau. Ja. Du sprichst mir so aus dem Herzen, das habe ich neulich auch nochmal. Arbeitszeitverkürzung ist schon alleine deswegen notwendig. Oder wenn ich es jetzt, was ich am Anfang auch mal gesagt hatte, im Betrieb, ich brauche auch im Betrieb Zeit für die Reflexion dessen, was wir da tun und das muss ein Teil der Arbeitszeit sein. Also überall Verantwortung übernehmen und dafür auch Zeit und reservieren und Räume schaffen, in denen das möglich ist. Und vielleicht auch so eine Pflichtaufgabe, dass größere Unternehmen einen Klimamanager oder Managerin brauchen. Dass die einfach drüber guckt und sagt, hier kann eingespart werden, dort können wir das machen, dort können wir jenes machen. Ich meine, es gibt ja jetzt auch Solarpaneele, die können an der Fassade angebracht werden. Also nicht immer horizontal, auch vertikal. Genau. Wo können wir an unserer Firma zum Beispiel Pflanzen hochwachsen lassen? Ja, Efeu oder Knöterich oder was auch immer, dass wir auch Fassaden begrünen und da, wo sie nicht grün sind, entweder Paneele davor stellen auch oder schräg stellen oder was auch immer. Da lässt sich sehr viel machen.
Auch, ich kann mir auch Wassersysteme vorstellen, dass da zum Beispiel das Regenwasser nicht alles abgeleitet wird in den Boden, sondern dass es so ein bisschen rumzirkuliert, dass da auch Insekten und Vögel mal rankommen können. Also wir können Fassaden auch beleben. Beleben. Ja. Ja. Also ich merke schon, du bist da sehr richtig drin. Das ist ja ganz toll. Also habe ich sofort gedacht, Klimabeauftragter, super. Weil wir haben bei der Frauenfrage haben wir ja gemerkt, also ohne Frauenbeauftragte kommen wir auch irgendwie nicht weiter. Die müssen beobachten, wie Frauen sozusagen in Betrieben oder auch das Private ist das Politische. Also wenn man sich da engagiert, dass man dafür Personen braucht, die diese Rolle übernehmen, diese Aufgabe übernehmen. Und das finde ich auch, glaube ich, angesagt, dass wir in dem Bereich also einer Frauenbeauftragten, eine Klimabeauftragte daneben setzen. Das wäre also in großen Unternehmen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich sehe meine Aufgabe darin, bei kleinen Unternehmen oder auch bei Selbstständigen und so, da muss man einfach diese Diskussionskreise organisieren. Da muss man was anbieten, da müssen Initiativen aufgenommen und entfaltet werden, damit da dann einfach diese Plattform hergestellt wird. Eine Plattform muss es ja irgendwie geben. Und das kann man initiieren. Also bei großen Unternehmen hat man es natürlich leichter, aber Gott sei Dank, weil die sind ja auch diejenigen, die Emissionen erzeugen. Also, Ja, und die und da eine Verantwortung haben und das auch verändern müssen. Ja. ob bei Wohngemeinschaften nicht auch verpflichtend bei größeren auch ein Klimamanager da sein muss von den Wohnungskonzernen und dass Gespräche geführt werden mit Mieter, Mieterinnen und mit Eigentümer, Eigentümerinnen. Was können wir machen? Was kann jeder eben schnell bei sich umsetzen? Dazu gehört auch, das war meinetwegen so unsinnige Verbote, wie es manchmal ist in den Hochhäusern, wenn ihr eure Wäsche draußen trocknet, darf die ja nicht über der Balkonbrüstung zu sehen sein. Ist das heute noch so angesagt oder wen stört es eigentlich wirklich, wenn ich auch oben meine Leine hinmache, damit ich dann Kopfkissenbezüge oder Bettdeckenbezüge eben auch hinhängen kann? Ist das heute noch zeitgemäß? Brauchen wir alle so ein Aussehen wie in der Kaserne quasi von Wohnhäusern oder können die nicht individuell sein? Andererseits finden wir es dann schön, wenn wir in Italien in engen Gassen unterwegs sind und da hängen die Wäscheleinen einfach quer durcheinander, ja, und das ist dann auch sehenswert und da freuen sich die Leute drüber und da stört sich komischerweise keiner, ja. Und bei uns wird dann der Trockner angeschmissen, ja, für die großen Sachen. Ja, Also das ist auch irgendwie widersinnig, ja. natürlich ist das widersinnig. Ja. Mal abgesehen davon, dass Trockner, das ist nicht nur für die Wäsche schlecht. Ja. Ja. Ja, und ich muss sagen, mein Gott, ja, Noch eine mehr. Nachbarin hat gesagt, oh, mir wäre das peinlich, wenn auf dem Wäscheständer im Garten mal jemand vorbeiläuft auf dem Gehweg und das sieht meine Unterhose, dann sage ich, das Ja. ist sein Problem. Also ich kann da keine Rücksicht drauf nehmen, wenn das so interessant ist, was ich für eine Unterhose trage, dann bitteschön, ja. Ja, aber also ich finde das jetzt ganz toll, wie du das sagst, weil ich denke, ich schüttel immer nur den Kopf. Wieso soll da nicht auf dem Balkon Wäscheleine Ja. hängen? Das verstehe ich immer nicht. Aber dann denke ich auch nicht weiter darüber nach. Also was sind das jetzt für verquere, also Vorstellungen im Kopf? Ja, da darf niemand meine Unterhose sehen. Ja, obwohl jeder war. Also da. Da muss man wirklich zu neuen Formen kommen, ja. Also man sieht, wir haben viel zu überdenken, ja. Ja, Ja. und ich sag mal, wenn wir dann wieder mehr dran sind an unserer Gesellschaft, da habe ich ja auch nichts dagegen, wenn man an meinem Küchenfenster riecht, was ich gerade koche. Ja? Und wenn dann jemand auffragt, ich bin bei dir vorbeigelaufen, habe ich gedacht, hast du was Leckeres gekocht und was war das so und so weiter. Genau, Ja, dann hat man ja, hat man schon mal ein Schon Gespräch mal einen eben. Ja. Anknüpfungspunkt, ganz Ja. genau, ja, oh Mensch, ist jetzt richtig schön. Ja. Ich habe den Eindruck, wir sind in vielen, sehen viele Dinge ähnlich Ja. oder gleich, ja. Ist ja auch kein Wunder, wir gehören zur selben Partei, aber worüber wir uns Gedanken machen, das ist, glaube ich,
Ja, das ist bestimmt der richtige Anfang und auch der notwendige Anfang. Also, weil wir müssen in die Pötte kommen. Es ist wirklich keine Zeit zu verlieren. Und Nein. deswegen müssen wir jetzt in den Landtag und nicht immer warten, warten, warten. Nein, Und nein. dann die Und nächsten 4 Jahre jetzt, weil wirklich es ist ja. rot, also Ja. Alarmstufe, ja. Ja, richtig. Ja. Richtig. Richtig. Ich hoffe, dass die Wähler das sozusagen schätzen, dass wir uns so engagieren, dass immer was Neues wagen. Ja. Also in Sü im Sü das sind ja die südlichen Länder, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, wo die Linken noch nicht im Landtag sind. Wir sind in drei Regierungen, Bremen, Berlin, Thüringen, vertreten. Das muss doch möglich sein, dass wir hier die Krusten aufbrechen. Also ich hoffe es und dass wir dazu kommen, mehr Menschen für das, was wir glauben, verändert werden muss. Und wo wir es, glaube ich, auch einen Beweis führen können, dass wir mehr Menschen davon überzeugen. Das versuchen wir doch mal. Genau. Das versuchen wir mal. Und deshalb bitte geht zur Wahl und macht euer Kreuzchen an der richtigen Stelle. Darüber freuen wir uns. Und Genau. wir treffen uns sicher auch mal wieder. Würde Das mich wäre freuen. so. Also, tschüss dann. Zu Hause noch schönen Abend. Jetzt ist der Ton dann weg, aber